Seit 10 Jahren streiten Anwohner mit der Gemeinde Altusried um diesen Maibaum. Grund? Auf dem Maibaum nistende Vögel sollen ihr großes Geschäft an die Hauswand der Nachbarn verrichten. Der örtliche Trachtenverein sieht das anders. Die Stade, die sammelt sich da halt und dann kacken die. Und jetzt behauptet der Stefan Fisch, dass die von dem Baum da oben an seine Fassade kacken. Und die ist 8,35 Meter ist die Wand weg. Über 8 Meter steht der Maibaum vom Haus der Nachbarn entfernt. Zugvögel sollen sich auf dem Weg in den Süden auf dem Maibaum sammeln. Alle Versuche, sich gütlich zu einigen, scheitern bislang. Wenn ich halt einmal auf ein Dorf ziehe, dann muss ich halt mit dem leben, was da ist. Und das ist scheinbar nicht mehr der Fall. Also das tut gleich weh. Und wenn sich dann noch ein Gericht damit beschäftigen muss, dann muss ich sagen, da schade ums Bayernland, weil das ist ja Katastrophe. Die Nachbarn verklagen die Gemeinde. Das Amtsgericht muss nun darüber entscheiden, ob es wirklich am Maibaum liegt, dass das Haus der Kläger besonders viel Vogelkot abbekommt. Und die beklagte Gemeinde Altusried kann für den Vogelflug und für die Zugvögel nun mal nichts. Das ist von jedem Mitbürger hinzunehmen, genauso wie von allen Nachbarn. Im Zweifelsfall nimmt man einen Eimer Wasser und wischt es weg. Die Nachbarn wollen sich nach der Verhandlung nicht äußern. Das Gericht sucht weiter einen Gutachter. Parallel hat jetzt das Gericht bereits beim Max-Planck-Institut für Ornithologie die Suche nach einem geeigneten Sachverständigen begonnen. Das stellt sich als nicht gerade einfach heraus, weil in diesem Bereich geeignete und gewillte Gutachter, die dieses Gutachten erstatten, schwer zu finden sind. Der Trachtenverein baut den Maibaum jedes Jahr im Herbst ab. Die Kläger wollen ihn aber schon im August fallen sehen. Ich finde es einfach nur lächerlich. Also kann ich gar nicht mehr dazu sagen, weil das ist nicht der Rede wert, sowas. Dass man sich da aufregt. Also ich meine jetzt als der Nachbar. Das muss man einfach ertragen, wenn man in einem Dorf lebt. Also seit Hunderten von Jahren. Einfach so, dass halt der Maibaum bei uns steht. Das kenne ich als kleiner Bub schon und das ist im ganzen Allgäu in Bayern halt Tradition. Und wenn das der Herr nicht möchte, ja, selber schuld. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass nur durch die Vögel auf dem Maibaum ein solcher Frust entsteht. Ich vermute, dass da tieferliegende Gründe vorhanden sind. In einigen Jahren soll der Maibaum an den neu gestalteten Marktplatz umziehen. Was mich am meisten aufregt, das ist das, dass man das nicht akzeptiert, was an Kultur und Brauchtum auf dem Dorf ist. Wenn ich von der Stadt daher ziehe, dann muss ich mir damit klar sein, dass das einfach anders ist wie in der Stadt. Und das ist ein Traditionsbaum. Und der ist so und der bleibt auch so.